bin Günther May und eröffne wie immer das Berliner Methodentreffen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich würde mich freuen, wenn es schon Samstagabend wäre. Nicht, weil ich das BMT hinter mir haben möchte, sondern weil wir uns für den Ausklang des BMT etwas Besonderes ausgedacht haben. Statt der Closing Lecture gibt es die szenische Lesung. Stets ist es die Wahrheit, doch ihre Bedeutung wandelt sich. Damit haben wir erstmals ein Element der performativen Sozialwissenschaft als Praxis in das Programm eingebaut. Ich habe mich also mit den Motiven, den Impulsen zu beschäftigen, die meinen Eifer, mein Interesse, meine Lust, meine Furcht, rassismuskritische Forschung zu betreiben, energetisieren. Traditionell der Tag, mit dem wir dann im Rahmen eines Umstrums den Tag beschließen. Des Symposiums Künstliche Intelligenz und qualitative Forschung. Wir können mit der Technologie sprechen, aber wir sind entlastet, die Parameter einzugeben, zu steuern und diesen Prozess auf uns zu nehmen. Wir machen es uns einfach und geben damit auch in vielen Bereichen durch diese soziale Rahmung, durch diesen Soziomorphismus dieser Technologie viele Dinge aus der Hand. Das zum einen und zum anderen die Wissensstrukturen, die dann zugrunde liegen, die Wissensgraphen, die genutzt werden, die sind schlechterdings menschengemacht, von wenigen Menschen in kleinen Institutionen hergestellt und da haben wir keinen Zugriff drauf. Und dann fragt man sich letztendlich, ja, was ist denn jetzt wirklich der Gewinn für mich und kann ich mit dieser Maschine besser interpretieren oder auch besser bestehende Datensätze nutzen oder nicht, und da muss man wirklich einfach kritisch drauf gucken. Das ist nicht die objektive, neutrale Instanz, diese KI, die jetzt, also ich meine, es gibt ja manchmal auch so in der Debatte auch so Hoffnung, ja, ah ja, die Subjektivität so der Deutung, der Interpretation in der qualitativen Forschung, können wir das nicht vielleicht jetzt irgendwie rausstreichen, indem wir das der Maschine dann überlassen und dann kriegen wir sozusagen eine ohne Bias, ohne das, was wir gestern diskutiert haben, nicht Standortgebundenheit, eine neutrale Perspektive zurück. Wirklich grundsätzlich, auch technisch, ja, einfach Quatsch. Es ist eigentlich eine sehr paradoxe Situation, dass wir behaupten, Objektivität wäre jetzt das neue Kriterium der qualitativen Forschung, sondern es ist doch eher vielmehr Reflexivitätssteigerung hier, das, was wir brauchen. Und da würde ich sagen, ist meiner absoluten Erfahrung nach die generative Sprachmodelle das, was uns am meisten voranbringt.
Möglicherweise werde ich in einigen Monaten amüsiert kopfschüttelnd vor meiner eigenen Mutlosigkeit stehen und 2, 3 kleine Schritte weiter versuchen. Wer weiß das schon? Und vielleicht treffe ich auch weiterhin VagabundInnen unterschiedlicher disziplinärer Herkunft, die im Spiel mit Kategorien und Ordnung und ohne zu selbst- und fremddestruktive Ausgänge das monodsche Universum bzw. den kantischen Ozean mitzudenken und zu ertragen versuchen. Und dich. Und mich? Für ein Treffen ist es ja nicht nur wichtig, den Ozean und das Universum, sondern auch dich zu ertragen. Stimmt. Da hatte ich mich wohl schon wieder als empirisches Subjekt zu epimistologischem Staub gemacht. Naja, aber dass du mich so lange ertragen hast und das sagst, lässt mich hoffen.